Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem heutigen AutoCAD-Webinar zum Thema Tabellen verwenden mit Stil. Mein Name ist Holger Klöcker und ich begrüße Sie an dieser Stelle nach einer kurzen Pause zum heutigen Webinar. Ich möchte mich zunächst mal entschuldigen dafür, dass wir jetzt eine zweiwöchige Zwischenpause eingelegt hatte. Die erste Unterbrechung war ja angekündigt. Da mussten wir das Webinar ausfallen lassen. In der letzten Woche war es leider so, dass uns auch bei Autodesk hier die Grippewelle erwischt hat und wir dann aus Krankheitsgründen uns kurzfristig dazu entschlossen haben, das Webinar abzusagen. Ich möchte mich nochmal dafür entschuldigen, auch für irgendwelche Unannehmlichkeiten, die Ihnen dadurch entstanden sind, wenn Sie sich die Zeit dafür freigehalten haben und dann ja leider doch festgestellt haben, dass es abgesagt worden ist. Nichtsdestotrotz geht es heute weiter mit dem Thema Tabellen. Ich habe auch noch ganz am Ende eine kleine Änderung zum weiteren Ablaufplan dieser Webinare. Da werde ich dann darauf zukommen, wenn wir mit der heutigen Thematik durch sind und Ihnen dann erläutern, was für Themen jetzt als nächstes anstehen und wie der weitere Ablauf ist. Gut, bevor wir beginnen, wie immer, ein paar technische Hinweise. Sie sollten also nicht zögern, Fragen zu stellen. Wenn Sie schon während der Thematik Fragen haben, können Sie das in dem Fragen- und Chatfenster tun oder Fragen eingeben. Mein Kollege Seto Pinar wird dann diese im Hintergrund beantworten, während der Vortrag noch läuft. Und am Ende werden wir natürlich auch eine zusätzliche Frage- und Antworteinheit haben, wo Sie dann zum Schluss nochmal die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Da gehen wir dann gerne darauf ein. Diese Präsentation wird aufgezeichnet. Die Aufzeichnung läuft bereits und Sie haben dann im Anschluss die Möglichkeit, das herunterzuladen unter dem Link, den ich hier Ihnen unten angegeben habe, auf unserer Autodesk-Box. Den finden Sie auch nochmal in der Mail, die Sie erhalten, nachdem die Präsentation beendet ist. Da können Sie dann über diesen Link das Material herunterladen. Zusätzlich zu dieser Aufzeichnung finden Sie da die PowerPoint, die Sie jetzt gerade sehen, und zusätzliche Materialien wie das Skript und so weiter. Sie sollten auch unsere Webseite besuchen, autodesk.com/help-webinars. Da finden Sie eine Auflistung aller Produktsupport-Webinare, die wir anbieten. Also nicht nur für AutoCAD, sondern auch für eine ganze Vielzahl von anderen Produkten bieten wir diese Webinare an, die in regelmäßigen Abständen stattfinden. Man muss sagen, dass das Material, was Sie in englischer Sprache vorfinden, noch wesentlich vielfältiger ist und Sie da viel, viel mehr Themen vorfinden. Wenn Sie das also nicht abschreckt, dass das in englischer Sprache gehalten wird, dann lohnt es sich da durchaus mal reinzuschauen und zu sehen, ob da was für Sie bei ist. Sie finden also dort die Termine für künftige Webinare und auch alle Aufzeichnungen von vorherigen Webinaren, die neben AutoCAD auch für andere Produkte stattgefunden haben. Sie können dort Feedback hinterlassen, entweder zum aktuellen Webinar oder Vorschläge oder Ideen zu künftigen Webinaren, wenn Sie also ein bestimmtes Thema gerne mal behandelt haben möchten im Rahmen dieses deutschsprachigen AutoCAD-Webinars, dann sind wir da sehr dankbar für und dort haben Sie dann die Möglichkeit, das in dem entsprechenden Forum dann uns anzugeben. Oder alternativ auch über E-Mail unter der E-Mail-Adresse autodesk.help.webinars@autodesk.com. Und wenn Sie da in den Betreff der E-Mail reinschreiben, erweitern Sie Ihren AutoCAD-IQ, dann ist auch sichergestellt, dass es dann die richtige Adresse erreicht und entsprechend zu uns durchkommt. Hier nochmal eine Auflistung der Webinare, die bereits stattgefunden haben. Das letzte Webinar, wie gesagt, vor 3 Wochen war ja das zum Duplizieren von Objekten. Wir haben jetzt schon eine ganze Historie von deutschsprachigen Webinaren, aber natürlich das Material für die englischsprachigen ist noch viel länger. Das finden Sie also, wie gesagt, alles dort aufgelistet. Darüber hinaus bieten wir noch einen YouTube-Channel an, also auch mittlerweile für die deutschsprachigen Webinare. Unter dem Titel Erweitern Sie Ihren eigenen AutoCAD-IQ finden Sie auch einen YouTube-Kanal, wo diese Aufzeichnungen dieser Webinare auch abrufbar sind und Sie dann bequem sich das nochmal anschauen können später. Das wird auch entsprechend fortgeführt und nach dem Webinar, ja, kann man davon ausgehen, ab dem nächsten Tag ungefähr ist dann das Material online und auch auf YouTube verfügbar. Gut, schauen wir uns an, was im Knowledge Network sich getan hat. Das Knowledge Network ist ja unser Angebot für Sie, um Sie auf dem neuesten Stand zu halten, was in der, ja, vor allem in der AutoCAD-Welt so vor sich geht. Da finden Sie also sämtliche Probleme dokumentiert und wonach andere Kunden am häufigsten suchen und in welche Probleme Sie da so hineinlaufen. Momentan gibt es also Hotfix für eine bestimmte Sicherheitslücke. Das ist diese Pudel SS V3
Lücke, die da mit einem entsprechenden Hotfix adressiert ist. Es gibt etwas für die koreanischen Kunden, einen Linientyp Hotfix und ja, immer noch das Problem der Layout-Karteireiter, die da in ja, unerwarteter Reihenfolge angezeigt werden. Auch dafür ist ein Hotfix veröffentlicht. Ja, das ist also eine kurze Zusammenfassung. Viel mehr an Informationsmaterial finden Sie auf unserem Knowledge Network, wenn Sie die Seiten entsprechend besuchen, nicht nur für AutoCAD und AutoCAD LT, sondern auch für alle anderen Produkte. Ja, da werden also entsprechend die neuesten Hotfixes und Updates zu den entsprechenden Produkten angeboten und die können Sie dann von dort herunterladen. Entschuldigung. Noch zur Erinnerung, seit dem 13. März in diesem Jahr 2015 ist das Subskriptionscenter, was Sie vielleicht kennen oder was wir hoffentlich kennen, in dieser Form ja, existiert nicht mehr. Es ist abgelöst worden durch das Autodesk-Account. Ja, da sehen Sie einen kleinen Screenshot, wie das so aussieht. Das Ganze ist ein bisschen intuitiver gestaltet. Sie finden viel mehr Informationen zusammengefasst. Es ist besser aufbereitet und ab dem 13. März einfach unter dem gleichen Link, wie Sie sich in das Subskriptionscenter einloggen würden, finden Sie jetzt das Autodesk-Account, was ja, Sie hoffentlich auch hilfreicher finden werden als das alte Subskriptionscenter. Nach wie vor ist natürlich dort die Möglichkeit auch vorhanden, Supportanfragen zu stellen. Sie sehen oben rechts diesen kleinen Punkt Support und da kommen Sie dann in diese Maske, wo Sie entsprechend Supportanfragen an uns richten können. Okay, kommen wir nun zur Thematik, Tabellen verwenden mit Stil. Bevor wir da loslegen, ja, wie immer, Sie kennen das ja schon vielleicht, eine kurze Frage an Sie, und zwar, ob dies Ihr erstes Autodesk Help Webinar ist. Wenn Sie da uns kurz eine Rückmeldung geben, ist das immer sehr hilfreich für uns zu statistischen Zwecken. Ja, wobei ich hier eine ganze Reihe von Namen sehe, die ja, ich schon von den vorherigen Webinaren kenne. Also offenbar haben wir recht viele Stammkunden. Das ist ja auch schön, dass Sie da entsprechend wiederkommen und das hilfreich finden. Okay, dann ja, danke ich Ihnen für diese Rückmeldung. Und dann noch eine kurze Frage zu der heutigen Thematik, zu den Tabellen. Wie würden Sie denn Ihren Kenntnisstand beschreiben zu den Tabellen? Haben Sie die Tabellen schon mal verwendet? Arbeiten Sie mit den Tabellen vielleicht? Haben Sie noch nie damit gearbeitet? Dann sind Sie eher so Anfängerlevel oder vielleicht schon ja, da ein alter Hase quasi und würden sich als Experten bezeichnen. Ja, das ist auch immer hilfreich für uns, einfach zu statistischen Zwecken, wenn Sie uns da eine kurze Rückmeldung geben. Okay, gut, dann würde ich sagen, vielen Dank auch dafür. Ja, und dann schauen wir uns mal die Tabellen an. Tabellen im Prinzip in AutoCAD sind ja wie andere Objekte auch, wenn Sie die vorherigen Webinare besucht haben zum Thema Stile, die Bemaßungsstile, Textstile und so weiter, sind auch die Tabellen stilbasierte Objekte, die verwendet werden, um ja viele Informationen darzustellen. Das können entweder Texte sein oder Blöcke, die halt in einem Spalten- und Reihenraster aufbereitet werden und dargestellt werden. Ich habe gesagt, wie Bemaßungen und Texte auch, kann man durch das Anwenden von Stilen das Erscheinungsbild einheitlich in Zeichnungen bestimmen von diesen Tabellen. Und Tabellen haben also viele Anwendungsmöglichkeiten. Also Sie können sich vorstellen, für Architekten und Ingenieure können Bauteillisten entsprechend dargestellt werden, Türlisten, Flächenberechnungen und so weiter. Ich komme aber aus dem Architekturbereich, von daher ist das für mich so der nächste Bereich. Auf der anderen Seite können Tabellen verwendet werden, um eine einheitliche Formatierung zu einer einfachen Notizliste hinzuzufügen. Oder Sie können auch komplexe Datenberichte und Informationen über Objekte, die in der Zeichnung enthalten sind, darstellen. Wir werden hier nur einen Einblick machen. Es gibt dann noch die Möglichkeit, Bauteillisten automatisch zu generieren aus Objekten, die in der Zeichnung vorhanden sind, wenn Sie entsprechend mit diesen Attributen arbeiten. Das ist dann das große Thema der Attributextraktion. Das ist dann nochmal ein ganz spannendes Thema. Wir schauen uns jetzt erstmal die Tabellen in Reihenform quasi an. Ja, was auf der Agenda ist heute, also über Tabellen, wie gesagt, allgemein, was sind Tabellen? Dann schauen wir uns an, wie Tabellen erstellt und bearbeitet werden, wie sie mithilfe einer Datenverknüpfung, also mit der Verlinkung zu einer Excel-Tabelle, Daten in einer Tabelle darstellen können in AutoCAD
und das Erstellen eines Tabellenstils. Ich habe ja gesagt, Tabellen sind auch stilbasierte Objekte und wie Sie in Tabellen Kalkulationen durchführen, also Berechnungsformeln hinzufügen, so ähnlich wie Sie das auch vielleicht von Microsoft Excel kennen. Okay, dann gehen wir direkt in die Materie und schauen, wie es geht und wechseln dann mal in das AutoCAD, AutoCAD LT in diesem Fall. Ja, ich bin jetzt hier in einem Layout-Bereich. Es ist also ganz egal, Sie können Tabellen entweder im Layout oder im Modellbereich hinzufügen. Das ist relativ egal. Wir schauen uns jetzt mal an, wenn ich hier im Layout eine Tabelle hinzufüge. Die wesentlichen Funktionen für die Tabelle finden Sie über die Multifunktionsleiste, über den Karteireiter Beschriften. Wenn ich also den Beschriften-Karteireiter hier aufrufe, dann finden Sie hier diese Gruppe Tabellen und da sind eigentlich auch schon die wesentlichen Informationen drin oder die wesentlichen Werkzeuge zum Erstellen und Bearbeiten einer Tabelle. Ja, ich würde also hier diesen großen Button Tabelle einmal aufrufen und kriege dann das Dialogfeld Tabelle einfügen. Ja, ich greife dann hier auf den Tabellenstil zu. Momentan habe ich also hier einen Tabellenstil eingestellt. Was ich da in den Tabellenstil einstellen kann, schauen wir uns später noch an. Das lasse ich jetzt erstmal so vorhanden. Ich sage also hier von einer leeren Tabelle aus starten und stelle entsprechend die Anzahl der Spalten und Zeilen ein. Ich sage jetzt mal hier, ich würde einfach 9 Spalten nehmen mit einer Breite von, na, sagen wir mal, 2 Einheiten und 3 Zeilen mit einer Vorgabe Zellenhöhe von 1. Ja, das ist so die Art und Weise, wie ich die Form der Tabelle bestimmen würde, über diesen Punkt Einfügepunkt angeben. Wenn ich sage, ich möchte das Einfügeverhalten über ein Fenster definieren, was ich aufziehe, dann sehen Sie, ja, ist das ein bisschen abhängig davon, wie ich das definiere. Entweder arbeite ich mit einer fest eingestellten Spaltenanzahl oder einer fest eingestellten Spaltenbreite. Ja, und je nachdem, wie breit ich dann das Fenster aufziehe, bestimmt sich dann daraus die Anzahl der Spalten bei fester Breite. Andersrum, bei einer festen Anzahl von Spalten bestimmt sich natürlich die individuelle Spaltenbreite daraus, je nachdem, wie groß ich das Fenster aufziehe. Ja, das ist also hier der Unterschied bei dem Fenster definieren. Ich sage jetzt einfach mal hier Einfügepunkt angeben und würde jetzt mal einfach diese relativ schlichte Tabelle hier platzieren, einfach indem ich die an der Angel habe und irgendwo ablege. So, Sie sehen, die hat jetzt so ein Erscheinungsbild. Es gibt oben anscheinend so eine Art Titelleiste. Ja, das ist auch tatsächlich eine Titelleiste, wo ich jetzt mal reinklicke und da angebe Türliste. Soll das Ganze sein. Ja, und dann habe ich hier diese verschiedenen Datenfelder, in denen kann ich mich jetzt bewegen, entweder durch Pfeile, also durch die Pfeiltasten, mit denen ich springe, oder durch die Tabulator- und Enter-Taste. Ja, wenn ich also die Tabulator-Taste drücke, dann bewege ich mich jeweils nach rechts. Wenn ich die Enter-Taste drücke, dann bewege ich mich jeweils nach unten. So, wir füllen da jetzt mal entsprechend Informationen rein. Ich gebe also die Titel hier oben ein für meine Türliste. Ich sage also die Marke der Tür, die Breite, die Höhe, die Dicke, das Material meinetwegen, die Oberfläche, Schallschutz, welche Schallschutzqualität soll die Tür haben, was für ein Rahmentyp und ja, noch weiteres Kommentar zum Beispiel. Ja, das wäre so eine einfache Türliste. Wenn ich mir jetzt nochmal die Tabelle auswähle, dann sehen Sie, habe ich hier so Markierungsgriffe. Und mit diesen Griffen kann ich nun das Erscheinungsbild, die Breite der Tabelle anfassen. Wenn ich mal ein bisschen reinzoome, kann ich hier einen bestimmten Griff einfach nehmen und den so hin und her ziehen. Ja, Sie sehen, die Breiten passen jetzt eigentlich schon ganz gut. Aber um das mal darzustellen, kann ich das also einfach nach rechts und links ziehen und so entsprechend die Breiten da anpassen. Wenn ich dabei die Steuerung-Taste gedrückt halte, dann würde sich die Gesamtbreite mit ändern. Ja, bei gedrückter Steuerung-Taste sehen Sie also, die Tabelle erweitert sich nach rechts und nur diese eine Spalte wird entsprechend in der Größe verändert, während alle anderen gleich bleiben. Das ist der Unterschied, wenn ich dabei die Steuerung-Taste gedrückt halte. So kann ich also die
entsprechend anpassen. Hier mache ich es mal ein bisschen breiter. So, das wäre also meine Tabelle soweit. Dann kann ich hier jetzt verschiedene Dinge mitmachen. Wenn ich die Tabelle entsprechend auswähle, kann ich einzelne Zeilen löschen, hinzufügen. Ich würde also zum Beispiel mal hier eine ganze Reihe auswählen. Ich kann das einzelne Spalten oder einzelne Felder auswählen oder indem ich hier auf diese Spaltenmarkierung klicke oder auf die Reihenmarkierung die ganze Reihe auswählen und dann sagen, ich möchte eine Spalte oder eine Reihe einfügen. Ja, Sie sehen, ich habe jetzt hier diese ganze Titelleiste ausgewählt, diese ganze Titelzeile und kann jetzt entweder über die rechte Maustaste in dem Kontextmenü sagen, Zeile oberhalb oder Zeile unterhalb einfügen oder über das Kontextmenü hier in der Multifunktionsleiste sagen, oben einfügen oder unten einfügen. Ich sage jetzt mal oben einfügen und dann wird mir entsprechend eine neue Zeile hier dazwischen eingefügt. So, das mache ich jetzt nochmal das gleiche mit der Spalte. Ich wähle also hier die Spalte G aus und sage dann, ich möchte eine Spalte einfügen und zwar links von der, die ich gerade eingefügt habe. Das mache ich jetzt mal mit dem Kontextmenü, mit der rechten Maustaste, Spalte links einfügen und habe dann hier entsprechend diese Spalte neu eingefügt. Okay. Da gebe ich dem Ganzen jetzt nochmal einen Wert und sage, das ist mein Brandschutz für diese Türen. Okay, hier würde ich jetzt sagen, ich möchte bestimmte Spalten benennen. Ja, also hier oben die Breite, Höhe, Dicke, Material und Oberfläche. Diese Spalten würde ich jetzt mal hier, diese Felder würde ich hier alle mal markieren und führe dann diese Zellen zusammen zu einer einzigen Zelle. Ich markiere die also mit gedrückter Shift-Taste. Ja, da kann ich also eine Mehrfachauswahl machen und mehrere Zellen entsprechend markieren. Und dann sehen Sie hier wieder in dem Kontextmenü der Multifunktionsleiste die Funktion Zellen zusammenführen. Wenn ich das mache, dann sehen Sie, aha, da habe ich jetzt mehrere Zellen verbunden und würde der jetzt die Bezeichnung Tür geben, ja, weil diese, das ist dann quasi so der Titel für diese einzelnen Spalten, was dann einfach die Abmessungen der Tür bestimmt. Okay, ja, das ist so die manuelle Art und Weise, wie Sie eine Türliste oder eine Tabelle entsprechend anpassen würden oder ändern würden. Wenn ich mir jetzt mal die in den Stil gehe und den Stil anschaue, was kann ich mit den Stilen bei einer Tabelle bewirken? Ja, dann belasse ich diese Tabelle jetzt mal soweit und dann schauen wir uns nochmal oben an, was in der Multifunktionsleiste da der Fall ist. Ich habe also hier gesagt, hier finde ich ja die verschiedenen Funktionen für die Tabelle und in diesem Abrollfeld sehen Sie, welche Tabellenstile in dieser Zeichnung bereits vorhanden sind. Das ist also einmal hier dieser Stil Door Schedule und der Standardstil, der immer vorhanden ist, genauso wie auch bei den Beschriftungen und bei den Bemaßungsstilen. Wenn ich jetzt hier auf diesen Punkt Tabellenstile verwalten gehe, dann komme ich in die Stileinstellungen für diese jeweiligen Tabellenstile. Ja, da finde ich also nochmal diese beiden Tabellenstile aufgelistet und kann jetzt sagen, diesen Stil Door Schedule möchte ich jetzt einmal mir entsprechend anpassen und anschauen. So, und sage jetzt also zum Beispiel ändern und habe dann hier die Einstellungen für diesen Stil. So, und hier würde ich jetzt zum Beispiel verschiedene Änderungen machen, zum Beispiel für den Datenbereich. Ja, wir kommen hier nochmal gleich zurück, was ich da genau einstellen kann, wenn ich das entsprechend ändere. Aber wichtig ist zu wissen, dass diese Tabelle, die ich jetzt hier erstellt habe, verwendet diesen Stil Door Schedule. Wenn ich den Stil entsprechend ändere, ja, und der Tabelle jetzt einen anderen Stil zuweise, ja, dann
passt sich das Aussehen unter Umständen an, was die verschiedenen, was ja die Dicken, was die Abstände betrifft, was die verwendeten Textstile betrifft, ja und so weiter. Das schauen wir uns gleich mal an, nachdem wir die Datenverknüpfung gemacht haben, wie das Ganze in dem Stil aussieht. Wenn ich jetzt nochmal eine weitere Tabelle hier platziere, und zwar diesmal nicht so neu, wie ich es gemacht habe, sondern mit Hilfe einer Datenverknüpfung, dann würde das Ganze so aussehen. Ich gehe wieder auf Tabelle einfügen, wie ich das hier bereits gemacht habe, also auf diesen großen Button Tabelle. Ja, und sage jetzt hier, ich möchte nicht mit einer neuen leeren Tabelle starten, sondern mit einer Datenverknüpfung. Ja, ich möchte also eine Tabelle aus einer Excel-Tabelle, die ich habe, also eine XLS-Datei, möchte ich darstellen hier in einer AutoCAD-Tabelle. Und da möchte ich Ihnen zunächst mal die Excel-Tabelle zeigen, wie die so aussieht. Wenn ich also hier mal Excel aufmache, da habe ich also eine ganz einfache Liste, also einfach bestimmte Abkürzungen, die hier so aufgelistet sind mit der entsprechenden Erläuterung in der zweiten Zeile. Ja, das ist eine lange Liste und ja, die möchte ich jetzt einfach mal hier in AutoCAD entsprechend verwenden. Das ist also eine einfache Excel-Tabelle. Die kann auch anders aussehen, wie auch immer, kann auch verschiedene Arbeitsmappen haben. Die verwende ich jetzt mal hier als Beispiel. Okay. Gut, zurück in AutoCAD sage ich also Tabelle einfügen. Und werde jetzt hier im Gegensatz zu von leerer Tabelle aus starten, sage ich von einer Datenverknüpfung aus. Ja, und eine Datenverknüpfung ist also eine Verlinkung mit dieser Excel-Tabelle. Diese Datenverknüpfung muss ich jetzt erstmal neu erstellen. Das heißt, ich gehe also hier auf diesen Knopf Datenverknüpfungen verwalten und sage dann hier, erstellen Sie eine neue Excel-Datenverknüpfung. Dem gebe ich jetzt mal einen Namen. Muss einfach irgendwie benannt werden, das Kind, und sagt dann okay und verweise dann auf diese spezifische Excel-Tabelle, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Das ist also hier diese tables.xls-Datei und sagt dann okay. So, jetzt gibt es hier ein paar Einstellmöglichkeiten. Ich kann zum Beispiel den Pfadtyp angeben. Diejenigen von Ihnen, die vielleicht so ein bisschen mit dieser XREF-Thematik vertraut sind, mit den externen Referenzen, kennen das vielleicht. Das ist einfach die Art und Weise, wie ich auf diese Excel-Datei verweise. Und relativer Pfad bedeutet da, dass ich von dieser DWG-Datei aus, in der ich die Excel-Datei einfüge, dann verweise auf die XLS-Datei. Das heißt, wenn sie sich zum Beispiel in einem Unterordner befindet. Das spielt dann eine Rolle, wenn ich diesen Datensatz quasi weitergebe an einen anderen Anwender. Also immer dann, wenn Sie hier relativer Pfad eingestellt haben und diese Excel-Tabelle würde sich zum Beispiel in einem Unterordner der Datei befinden, dieser DWG-Datei, ganz egal wo die nun genau auf Ihrer Festplatte liegt, in welchem Ordner, dann würde die Datei gefunden werden. Im Gegensatz dazu, wenn ich hier vollständiger Pfad eingebe, dann sucht AutoCAD genau an einer spezifischen Stelle, nämlich genau diesen Pfad C, Users, Glöck, Documents, Build Your AutoCAD, bla bla bla. Genau an dieser Stelle sucht AutoCAD dann nach dieser Excel-Datei. Und wenn diese Datei nicht vorhanden ist, weil sie zum Beispiel auf einen anderen Rechner kopiert wurde, dann wird die Datei nicht gefunden. Dann geht also diese Excel-Verknüpfung verloren. Ja, also relativer Pfad ist da eigentlich schon eine ganz gute Wahl, aber man sollte sich darüber bewusst sein, was sich dahinter verbirgt. Hier können Sie dann die Mappe angeben, die Arbeitsmappe. Eine Excel-Tabelle kann ja aus mehreren Arbeitsmappen bestehen. Unser Beispiel hat jetzt hier nur eine Arbeitsmappe, aber unter Umständen kann ich da auf verschiedene Mappen zugreifen. Ich sage jetzt hier der Einfachheit halber einfach ganze Tabelle verknüpfen. Sie können auch nur einen Bereich von A1 bis G7 oder so angeben. In dem Fall sage ich jetzt hier mal ganze Tabelle verknüpfen und sage dann okay. So, die Datenverknüpfung ist jetzt erstellt worden. Mit dem Namen Demo, auch da sage ich jetzt okay und ja, kann jetzt einfach mal sehen, was denn so ankommt, wenn ich hier sage Tabelle platzieren. Ich gebe also hier den Einfügepunkt an, sage okay und dann habe ich also hier diese Tabelle an der Angel. Ja, Sie sehen, das ist also hier diese lange Liste, die ich vorher schon hatte, platziere die jetzt mal hier, meinetwegen. So, ja, und dann sehen Sie, das ist also diese tatsächlich lange Liste, die Sie aus der Excel von vorhin schon kennen. Ja, Sie können dieses Feld,
dieses Feld für die Datenverknüpfung auch noch erweitern. Ja, das habe ich Ihnen jetzt nicht gezeigt. Es gibt hier unten so einen kleinen Pfad, wenn ich jetzt das nochmal angebe, diesen Pfeil hier, da gibt es noch zusätzliche Einstellmöglichkeiten, zum Beispiel Schreiben in Quelldatei zulassen. Das bedeutet, so eine Datenverknüpfung ist ja zunächst mal eine Einwegsituation. Das heißt, Sie haben eine Excel-Datei und stellen die dann in AutoCAD dar. Und wenn sich was ändert in der Excel-Datei, dann wirken sich die Änderungen auch automatisch auf die Tabelle in AutoCAD aus. Andersrum können Sie aber auch Änderungen machen in AutoCAD an der Tabelle und das verändert dann tatsächlich die Excel-Tabelle. Ja, ich zeige Ihnen das mal. Wenn ich jetzt also hier diese Tabelle platziert habe, würde jetzt nochmal in meine Excel-Datei gehen. Ja, gehe also hier auf meine Tabelle. Ja, und mache jetzt mal eine kleine Änderung. Also sage jetzt zum Beispiel, das heißt hier nicht Abkürzungen, sondern einfach nur ABK zum Beispiel. Speichere das Ganze, gehe dann zurück in AutoCAD und Sie sehen, ich bekomme sofort hier unten eine Meldung, Datenverknüpfung wurde geändert. Eine Datenverknüpfung wurde geändert. Alle Tabellen, die diese Datenverknüpfung verwenden, müssen gegebenenfalls aktualisiert werden. Ja, und dann habe ich einen Link, Tabellen mit der Datenverknüpfung aktualisieren. Und wenn ich das mache, dann wird diese Datenverknüpfung aktualisiert und Sie sehen, diese Tabelle hat also diesen neuen Wert übernommen. Ja, also Änderungen, die ich in der Excel-Tabelle mache, wenn da eine Datenverknüpfung besteht, wirken sich dann automatisch auf die Tabelle aus, die in AutoCAD platziert ist. Genauso andersrum, wenn ich nochmal hier reingehe, ich habe ja jetzt angegeben, dass ich auch in die Quelldatei schreiben kann, kann ich also hier dieses Feld auswählen. Und dann ist das momentan noch gesperrt. Ja, Sie sehen also, ich kann hier nicht reinschreiben. Ich bekomme da so ein kleines Schlosssymbol, kann aber diese Zellsperrung hier aufheben, kann sagen ungesperrt. Und dann kann ich tatsächlich hier reingehen und das Ganze wieder ändern. Abkürzung der Teile. Ja, ändere also dieses Feld entsprechend dann ab. So, und dann ja, ist also diese Tabelle in AutoCAD entsprechend geändert. Und wenn ich dann nochmal auf meine Excel-Tabelle schaue, ja, dann sehen Sie, hat es sich nicht geändert. Müssen wir das Ganze noch speichern, beziehungsweise die Datenverknüpfung einmal aktualisieren. Das hatte ich vergessen. Wenn Sie diese Änderung machen, die Tabelle ausführen, auswählen und dann Datenverknüpfungen in externe Quelle schreiben. Ja, das war der Punkt, der fehlte. Das heißt, die Datenverknüpfung schreibt dann in die externe Quelle, also in die Excel-Datei, das entsprechend rein. Ich bekomme dann die Meldung, Datenverknüpfung wurde geändert. So, jetzt schaue ich nochmal nach. Ja, und jetzt sehen Sie, ist diese Änderung hier passiert? In der Excel-Tabelle ist tatsächlich jetzt der Wert, den ich vorher in AutoCAD eingegeben habe, passiert. Ja, das ist also quasi, wenn Sie so wollen, eine bidirektionale Verbindung zwischen der Excel-Tabelle und der Tabelle in AutoCAD. Gut, ja, soweit zu den Datenverknüpfungen. Das Ganze sieht ja jetzt so noch so ein bisschen unschön aus hier. Wenn ich so eine lange Spalte, so eine lange Liste hier habe, dann kann ich jetzt in diesem Falle die etwas anpassen, und zwar wenn ich die Tabelle auswähle, über diesen Pfeil hier unten die Länge der Tabelle ändern und die Tabelle in mehreren Spalten darstellen. Wenn ich jetzt hier drauf gehe und das Ganze klicken und ziehe nach oben, dann sehen Sie das, dass sich hier so eine zweite Spalte aufbaut und wenn ich noch weiter hoch gehe, dann sogar eine dritte Spalte. So, das heißt, ich kann diese Tabelle, die ja in Excel einfach eine ganz lange Liste ist, hier in mehreren Spalten darstellen, um das Ganze so ein bisschen schöner zu machen einfach. Ja, das Ganze ziehe ich jetzt nochmal ein bisschen nach oben, damit es besser auf mein Blatt passt. Und diese einzelnen Spalten kann ich jetzt entsprechend auch ändern. Ja, wenn ich jetzt hier das mal anfasse, sehen Sie, habe ich zwar erstmal die ganze Tabelle an der Angel. Ich kann aber in den Eigenschaften sagen, manuelle Position und dann das Ganze umändern von Nein auf Ja. Und manuelle Position bedeutet,
dass ich hier von den einzelnen Spalten die, ja, die Position selber bestimmen kann. Jetzt kann ich also hier hingehen, zum Beispiel die zweite Spalte so ein bisschen ranziehen, ja, und die dritte Spalte auch und kann mir die einzelnen Teile der Tabelle so ein bisschen zurechtschieben, wie ich das gerne haben möchte. Ja, oder das Ganze wieder weiter nach rechts und so weiter. Ja, und das ist immer noch eine dynamisch verknüpfte Tabelle mit der Excel-Tabelle. Okay, das sind also die, ja, die Spaltendarstellungen von so einer Tabelle. Da kann ich also das Erscheinungsbild entsprechend ändern. Schauen wir uns jetzt nochmal im Detail die Tabellenstile an. Ja, wenn ich jetzt nochmal eine andere Zeichnung aufrufe, diese hier, ja, dann sehen Sie, ist hier schon eine Tabelle drin. Das ist aber eine, ja, sag ich mal, dumme Tabelle, die einfach aus Linien und Text besteht. Das ist nicht im eigentlichen Sinne ein Tabellenobjekt in AutoCAD, ja, sondern das ist einfach eine manuelle Darstellung mit einfachen Linien, einfachen Texten und hier Blöcken entsprechend dargestellt. Das Gleiche möchte ich jetzt erreichen mit einer Tabelle. Das heißt, ich würde mir jetzt entsprechend einen Tabellenstil erstellen, der dieses Erscheinungsbild so ein bisschen nachahmt. Wie mache ich das Ganze? Natürlich fange ich wieder an mit meinem Werkzeug Tabelle und ja, habe dann hier einfach nur diesen Tabellenstil Standard verfügbar. Das heißt, ich würde jetzt hier hingehen und mir einen neuen Tabellenstil über dieses Werkzeug Tabellenstile auswählen. Ja, da sehe ich also hier, ich habe hier den Standard und sage dann neu für neuen Tabellenstil erstellen. So, da sage ich jetzt neuer Tabellenstil, soll heißen Demo Legende und ich wähle dann einen bereits bestehenden Tabellenstil aus, mit dem ich einfach anfange, von dem die Vorgabewerte übernommen werden. Sage dann weiter und bin dann in diesem Dialogfeld Tabellenstil erstellen. Und hier ist es einfach wichtig zu wissen, so eine Tabelle besteht üblicherweise aus drei Komponenten. Das ist also hier dieser Datenbereich, also der große variable Bereich, wo einfach die Datenfelder entsprechend dargestellt sind, in mehreren Zeilen einfach. Ja, und dann darüber die Spaltenköpfe, also einfach die Bezeichnungen dieser Spalten. Das ist hier als Header bezeichnet, wo ich einfach die Titel dieser Spalten angebe. Und dann darüber eine übergeordnete Zeile, die einfach eine durchgehende Zelle ist über alle Spalten, wo der Titel dargestellt ist. Und diese drei Komponenten, also die Daten, der Header und der Titel, kann ich individuell einstellen mit unterschiedlichen Texten und anderen Parametern. Und das mache ich über dieses Abrollmenü. Ich kann also hier sagen, okay, ich möchte jetzt die Daten, den Header oder den Titel einstellen. Ja, wir fangen mal an mit den Daten. Was kann ich da einstellen? Bei diesen drei Komponenten haben Sie diese drei Karteireiter zur Verfügung. Das heißt, erstmal auf dem Karteireiter allgemein kann ich sagen, ob ich eine Hintergrundfarbe haben möchte für diese Tabellenzelle. Ja, also jetzt für den Datenbereich nur. Möchte ich da eine Hintergrundfarbe haben? Wie soll die Textausrichtung sein, die Textplatzierung? Was soll es für Zellränder geben? Und so weiter. Ja, auf dem Karteireiter Text sage ich dann, was für ein Textstil soll verwendet werden, jetzt nur für die Daten. Wie soll der aussehen, wie soll die Texthöhe sein und die Textfarbe. Und dann schließlich die Umgrenzungen, das kennen Sie ja vielleicht so ein bisschen auch von Excel, wie soll der Rahmen aussehen, welche Farbe soll der unter Umständen haben, wo möchte ich überall Linien haben und so weiter. Ja, das gehen wir jetzt mal durch an diesem Beispiel. Das heißt, ich sage hier für meinen Datenbereich, auf dem Karteireiter allgemein fange ich an, ich möchte keine Füllfarbe haben, die Textausrichtung soll aber sein Mitte links, ja, also so wie Sie es hier jetzt sehen in der Änderung, in der Vorschau. Und ja, die Ränder passe ich so ein bisschen an mit 0,1, 0,1 jeweils, ja, dass die Ränder da so ein bisschen großzügiger sind. Dann auf dem Karteireiter Text sage ich dann, ich möchte einen bestimmten Textstil verwenden. Ja, ich habe also hier, das sind alle Textstile, die ich in der Zeichnung vorhanden habe. Das ist genau das Gleiche, wie wenn Sie ja, das Webinar über die Stile mitbekommen haben, die verschiedenen Stile, die Sie da einstellen können. Das sind also die
die auch hier verfügbar sind, auch für ganz normalen mehrzeiligen Text zum Beispiel. Ich gehe also hier auf den Textstil Daten, Data. Kann ich mir kurz anschauen, wie der eingestellt ist. Der verwendet also diese Schriftart Simplex mit der Texthöhe, sagen wir mal, 01875, nicht in einem bestimmten Winkel oder sowas. Und dann schließlich die Umgrenzungen. Ja, da möchte ich mal die Farbe rot haben. Ich möchte ja imitieren, wie diese Tabelle hier schon voreingestellt ist. Ich möchte mit einer Doppellinie arbeiten, mit einem Abstand, ja, den übernehme ich einfach, und dann sagen, wo diese Linie überall passieren soll. Ja, da klicke ich also hier drauf einmal und dann sehen Sie, aha, passt sich das hier schon entsprechend an. Okay, das Gleiche mache ich jetzt für den Header. Ja, ich stelle also hier ein, okay, jetzt ist der Header dran als Komponente. Wieder auf dem Karteireiter allgemein fange ich an. Mitte zentriert ist diesmal richtig. Die Ränder übernehme ich wieder so ein bisschen auf 0,1, 0,1. Und dann auf dem Karteireiter Text sage ich dann, ich stelle das Ganze um auf meinen bestimmten Textstil, den ich haben möchte. Sage dann, die Texthöhe möchte ich ein bisschen geändert haben. Und schließlich auf dem Reiter Umgrenzungen sage ich auch wieder Farbe Rot. Ja, diesmal nicht mit einer Doppellinie. Weise das Ganze dann zu. Und als letztes der Titel, ja, also die durchgehende Zeile oben am oberen Kopf. Da fange ich wieder an auf dem Karteireiter allgemein. Mitte zentriert ist richtig. 0,1, 0,1 wiederum. Karteireiter Text stelle ich ein auf dem Textstil Titel. Das soll ein bisschen größer sein, das ist ja schließlich der Titel. Da sage ich dann 0,75. Ja, da sehen Sie direkt die Änderung. Textfarbe stellen wir mal ein auf Cyan, so wie das auch in der Vorlage ist. Und schließlich dann die Umgrenzungen, auch wieder die Farbe Rot. Und zuweisen. Ja, und dann bin ich damit eigentlich fertig. Ich sage dann, okay, dieser neue Tabellenstil, den ich hier eingestellt habe, immer dann, wenn Sie einen neuen Tabellenstil einstellen, wird er automatisch aktuell gesetzt. Ja, Sie sehen jetzt hier, der aktuelle Tabellenstil ist der, den ich gerade erstellt habe. Das ist einfach ein Automatismus. Ich sage dann schließen und bin dann hier wieder in meinem Dialogfeld Tabelle einfügen. Ja, ich habe also hier den Tabellenstil, den ich gerade eingestellt habe. Ich stelle jetzt mal die Spaltenanzahl auf 4 mit einer Breite von, ja, sagen wir mal, 4,5. Die Zeilen stelle ich mal auf 5 mit einer Höhe von 1. Das ist richtig. Alle anderen Angaben, ja, lassen wir erstmal auf Vorgabe und dann sage ich okay und platziere dann diese Tabelle entsprechend. Gibt er dann den Namen Legende und dann sieht das Ganze so aus. Ja, Sie sehen, das ist schon, ja, vom groben Erscheinungsbild ist es schon, kommt dem Ganzen schon etwas nahe. Ich kann jetzt die Größe noch ein bisschen ändern, der Datenzeilen, einfach indem ich das ändere und ziehe und kann das Ganze jetzt entsprechend mit Leben füllen. Ja, das bedeutet, wenn ich jetzt hier reingehe, kann ich natürlich, wie ich das vorher auch schon gemacht habe, da Texte hineinfügen. Was ich aber auch machen kann, ist, wenn ich mit der rechten Maustaste klicke und sage, ich möchte einfügen Blöcke. Ja, Sie sehen, das ist das, was hier passiert ist. Also ich habe hier verschiedene Blöcke, die einfach diese Legenden-Symbole darstellen. Das heißt, ich sage hier einfügen Block und wähle hier so einen entsprechenden Block aus. Nehmen wir mal den, TST, und in der Ausrichtung Mitte-Mitte, Mitte zentriert und sagt dann, okay. Ja, das Ganze mache ich jetzt für die anderen entsprechend auch. Sagt dann hier den nächsten Block Mitte-Mitte
Okay, das ist also so ein dieses Erde-Symbol. Block einfügen. Ja, dann fügen wir das ein oder das Mitte. Und schließlich noch als viertes Symbol Mitte. So. Ja, ich bin jetzt kein Elektrotechniker, aber es geht ja erstmal ums Prinzip. Okay. Gut, das ist jetzt hier die Titelzeile. Da sehen Sie, na, das hätte eigentlich eher tiefer gesollt. Ich habe jetzt hier die Titelzeile ausgefüllt, aber Sie wissen ja im Prinzip, worum es geht. Ja, das heißt, das Wichtige ist hier, ich kann anstatt von Texten, auch andere Elemente wie zum Beispiel Blöcke oder auch Schriftfelder zum Beispiel mit Variablen, die sich automatisch ausfüllen, da einfügen. Einfach wenn Sie mit rechts da draufklicken auf so ein Feld und sagen einfügen, Block, ein Schriftfeld oder eine Formel. Formel schauen wir uns jetzt gleich als letztes an, wie das genau funktioniert. Und so kann ich halt so eine Legende entsprechend darstellen und bin da so ein bisschen flexibler in der Ausgestaltung. Die kann ich also im Nachhinein in der Größe entsprechend verändern, während hingegen so eine Legende, die aus einfachen AutoCAD-Zeichnungselementen herstellt, ist natürlich irgendwo statisch ist und sich nicht anpassen kann. Hier kann ich dann Zellen einfügen, Spalten einfügen und so weiter. Okay, dann schauen wir uns zum Schluss an die Berechnungsmöglichkeiten, die Sie mit Tabellen haben. Wenn ich also hier mal eine weitere Zeichnung aufrufe, ich habe jetzt hier so eine Tabelle. Ja, und da sehen Sie, okay, hier ist jetzt, das sind zwar Dollar, aber das sind anscheinend irgendwelche Kosten, die ich hier in dieser Tabelle dargestellt habe. Da kann ich jetzt verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Sachen mitmachen. Ich habe im Prinzip ähnliche Berechnungsmöglichkeiten, wie Sie das auch in Excel zur Verfügung haben. Das heißt, wenn ich hier jetzt einfach so eine Gesamtsumme drunter haben möchte, unter diesen Kosten, dann würde ich mir zunächst mal eine Zelle einfügen, einfach eine Summierungszeile ganz unten drunter. Ich markiere diese also, sage dann unten einfügen. Ja, und dann kann ich in diesem Feld entsprechend die Summe darstellen. Was Sie sicherstellen sollten, ist, dass diese Felder ein bestimmtes Format haben. Ja, das heißt, ich würde diese Spalte jetzt auswählen und das Datenformat, das ist also auch was in Excel sehr ähnlich ist. Felder können also ein oder Zellen können ein bestimmtes Datenformat haben. Ich habe die jetzt entsprechend ausgewählt und das Datenformat finden Sie dann hier oben dargestellt. Ja, das heißt, momentan das Datenformat ist hier Winkel. Das ist natürlich Quatsch, weil in dem Fall ist es hier ein Währungsbetrag, ein Dollarbetrag. Das heißt, ich muss das Ganze, sollte ich hier umstellen auf Währung, damit das entsprechend stimmt. Ja, der obere war jetzt natürlich Quatsch. So. Ja, das heißt, hier habe ich jetzt dann Währung eingestellt und dann bin ich auf der sicheren Seite auch. Wenn ich hier unten dann sage, okay, hier möchte ich jetzt die Summe dargestellt haben. Ja, das heißt, in diesem Feld, wenn ich das auswähle, kann ich dann so eine Formel einfügen, entweder indem ich mit der rechten Maustaste klicke und sage einfügen Formel oder hier oben über die Multifunktionsleiste gibt es auch dieses Feld Formel und dann habe ich also hier die Grundformeln quasi, die man so am häufigsten braucht und sage dann hier Summe. Ja, und für die Summe wähle ich dann hier aus, okay. Das sind also dieser Bereich, Feld B3 bis B9. Sagt dann okay, und das ist also eine Summe von 615 Dollar. Ja, und die entsprechend passt sich dann auch an. Wenn ich hier jetzt mal hingehe und das entsprechend umändere, 100 Dollar mehr, dann habe ich unten die entsprechende Summe von 715 Dollar. Ja, ganz genauso, wie Sie das in Excel haben. Das Ganze kann noch ein bisschen komplexer sein. Da kann ich also auch mit komplexeren Formeln arbeiten. Wenn ich hier sage, ich möchte da so eine Gleichung angeben, das finden Sie in der Hilfedatei dokumentiert, was da entsprechend alles möglich ist. Ja, es geht nicht ganz so weit wie die Möglichkeiten, die Sie in Excel haben, mit den verschiedenen Formeln.
Aber wie gesagt, finden Sie das in der Hilfedatei entsprechend dokumentiert. Okay, dann ja, war es das im Prinzip schon soweit zu der Live-Präsentation. Ich gehe mal wieder zurück zu meiner PowerPoint. Was habe ich noch für Sie zusammengestellt? Ich habe in der PowerPoint-Datei, die Sie ebenfalls im Download-Bereich dann finden werden, einige Verweise hier zu dem Tabellenbefehl. Den finden Sie entsprechend dokumentiert in der Hilfedatei und diesen Bereich, ja, das sieht also so aus, wenn Sie das nochmal nachlesen möchten, Verwenden von Formeln in Tabellenzellen. Das ist also auch entsprechend in der Hilfe dokumentiert. Ja, das können Sie sich dann nochmal zu Gemüte führen oder Hinzufügen von Texten und Blöcken zu Tabellen. Okay. Ja, dann schauen wir mal auf die Fragen. Gibt es irgendwelche offenen Fragen? Können die Formeln auch aus der Excel-Tabelle übernommen werden? Da muss man sagen, nein. Ja, es ist so, dass von der Excel-Tabelle werden im Prinzip die Werte übernommen, die die Formeln berechnen, aber nicht die eigentlichen Formeln selber. Ja, das heißt, wenn die Excel-Tabelle sich entsprechend verändert, wenn Sie da mit einer Formel arbeiten, die Werte entsprechend ändern und dann der Wert, der dann die Formel berechnet, sich entsprechend ändert, dann ändert sich natürlich auch dann durch die Datenverknüpfung die Werte in der AutoCAD-Tabelle. Aber wie gesagt, die Möglichkeiten, die Sie mit Excel-Formeln haben, gehen etwas weiter als die Sie mit AutoCAD-Formeln haben. Ja, deswegen gibt es da nicht so eine hundertprozentige Übernahmemöglichkeit. Okay. Gut, dann ja, es gibt anscheinend keine weiteren Fragen. Ja, schauen wir uns kurz an, was dann als nächstes auf Sie zukommt. Wir haben am 2. April die Veranstaltung Neues in AutoCAD LT 2016. Das ist jetzt kurz bevor die neuen Versionen veröffentlicht werden. Das heißt, der Release-Start der 2016-Produktfamilie steht unmittelbar bevor. Es wird also in Kürze die ersten Produkte der 2016-Version veröffentlicht werden und dementsprechend auch LT, AutoCAD LT 2016 und AutoCAD 2016. Und im Rahmen dieses Webinars möchte ich Ihnen dann die Neuerungen in diesen beiden Versionen vorstellen. Das wird also für AutoCAD LT 2016 am 2. April der Fall sein und für AutoCAD 2016 am 16. April. Da sehen Sie jetzt schon, der 2. April ist in 2 Wochen von heute aus und nicht in der nächsten Woche, wie das bisher der Fall war. Das heißt, wir haben uns einfach dazu entschlossen, zu einem zweiwöchentlichen Rhythmus überzugehen, anstatt zu einem wöchentlichen Rhythmus, wie das bisher der Fall war. Ja, es ist also so, dass der Hintergrund ist einfach die Teilnehmerzahlen oder haben sich nicht ganz so entwickelt, wie wir uns das erhofft haben. Und momentan gibt es also verschiedene Ansätze, ja, so ein bisschen marketingmäßig diese Webinare mehr zu publizieren und die Teilnehmerzahl so ein bisschen zu erhöhen. Bis das der Fall ist, also bis wir merken, dass da höheres Interesse ist, dann werden wir auch wieder auf einen wöchentlichen Rhythmus gehen. Momentan haben wir uns dafür entschlossen, da auf einen zweiwöchentlichen Rhythmus zu gehen, auch so ein bisschen aus Ressourcehintergründen. Ja, das heißt, das sind die nächsten Termine am 2. April. AutoCAD LT 2016 am 16. April, AutoCAD 2016. Möglicherweise werden wir AutoCAD 2016 auch in 2 Webinaren darstellen, je nachdem, wie viel Material wir da zusammentragen. Wir sind momentan noch so ein bisschen dabei, das auszusortieren, was wir Ihnen genau zeigen möchten im Rahmen dieses Webinars. Okay, dann zum Schluss noch, wie immer, Sie kennen das ja vielleicht schon, noch eine Rückfrage an Sie. Haben Sie bei dem heutigen Webinar etwas Neues gelernt? Ja, wenn Sie sagen, okay, manches kannte ich zwar schon, aber das eine oder andere war dabei, was ich jetzt wirklich mitnehme und was mir geholfen hat, dann ja, freut uns das natürlich und dann bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie uns dazu kurz eine Rückmeldung geben.
Okay. Vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Ja, und dann war es das auch schon für heute. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich dann auf das nächste Mal, Sie wiederzusehen. Dann, wie gesagt, sehen wir uns am 2. April mit dem Thema AutoCAD LT 2016, was gibt's Neues? Ja, ich wünsche noch einen angenehmen Tag und dann auf Wiedersehen.